Ein Glaubenssystem ist nie Wahrheit. Ein Glaubenssystem dient nur dem, ich will das einfach gar nicht wissen, sondern ich will auf etwas bauen, das, wenn es umso paradoxer und widersprüchlicher erscheint, mir dann umso wahrer und realistischer und chaotisch wirklicher vorkommt. Eine Wissenschaft, eine Episteme, die man besitzen will, die nicht anderen Vorstellungen zuhört, ist keine Wissenschaft, sondern ebenfalls ein Glaubenssystem. Wie sagt es Aristoteles, man muss nicht mit allen sprechen, man kann allen zuhören, aber darauf antworten muss man nicht. Man könnte ja in der wirklichen Episteme eine Liste, ein Lexikon der dümmsten Annahmen, die man nicht ohne Begründung, sondern mit genauem logischen Ausschluss bereits zurückweisen konnte, veröffentlichen, dann wäre es so, dass man einfach darauf verwiese, dieses Argument ist Nummer 752, schlag nach bei Otto.